Servus Clubfans, nach dem wichtigen 2:0 Heimsieg gegen den SV Sandhausen steht am Samstag die nächste schwierige Partie an der Bremer Brücke an, denn es geht gegen den aktuellen Tabellenachten aus Osnabrück und wir wollen natürlich die nächsten wichtigen 3 Punkte einfahren. Die bisherige Bilanz sieht auch sehr gut aus, in 7 Spielen gab es 5 Siege, 1 Unentschieden und nur 1 Niederlage und auch das Hinspiel konnten wir bereits mit 1:0 gewinnen durch den sehenswerten Treffer von Johannes Geis. Hack hat den Ball, läuft Richtung 16er, chippt oder gibt ab, der gibt ab. Dovidan dreht sich einmal, gibt dann weiter. Geis schießt, 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 Tor, 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 1:0 für den 1. FC Nürnberg. Geis schießt aus 20 Meter, kompromisslos schlägt das Ding dann im rechten Eck ein. Keine Chance für Kühn und hat sich angedeutet die letzten 2-3 Minuten. Wir haben so viel Gas gegeben. Warum haben wir denn nicht die ganze Zeit so gespielt? Klar, kann man am Ende vom Spiel dann ausgepowert sein. Christian, wir führen! Mit 6 Assists ist Johannes Geis noch dazu der drittbeste Vorlagengeber der aktuellen zweiten Liga. Auch Robin Hack hat mit 4 Treffern aus den letzten 4 Partien einen großen Anteil daran, dass der Club insgesamt 7 Punkte holen konnte. Am Samstag dürfen gerne 3 weitere dazukommen. Das sieht auch Trainer Jens Keller so. Es ist jeder Sieg schön, nicht nur auswärts, aber gar keine Frage. Wir wären mal 2 Siege in Folge gut, auch mit Blick auf die Tabelle. Ja, wir brauchen ja nicht schönreden. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt riesen Luft nach hinten haben. Und deshalb wird es für die Tabelle gut tun, aber natürlich auch für das Selbstbewusstsein, für das Umfeld, für alle wird es gut tun. Und ja, wir wollen natürlich alles dran setzen, dass wir das auch mal hinkriegen, 2 Spiele in Folge zu gewinnen. Osnabrück spielt bisher eine sehr gute Runde als Aufsteiger, ja, und ja, unheimlich gefährlich, auch im Umschaltspiel. Ja, und haben individuell nach vorne auch eine gewisse Klasse, wo wir schon aufpassen müssen, dass wir nicht ins offene Messer laufen. Seit mittlerweile 5 Spielen wartet der Club auf 3 Punkte in der Ferne. Den letzten Auswärtssieg gab es dabei Ende September beim 4:0 in Hannover. Nach Standards wird es am Wochenende jedoch sehr schwierig werden, denn Osnabrück stellt mit gerade mal 4 Gegentreffern nach ruhenden Bällen die beste Defensive der Liga. Für uns spricht jedoch, dass wir mit 10 Kopfballtoren wiederum den Bestwert der zweiten Liga stellen. Einer, der auch schon per Kopf getroffen hat, ist Esker Sörensen. Wir haben mal mit ihm gesprochen. Esker Sörensen, du hast heute das Training abbrechen müssen. Wie ist der Stand der Dinge bei dir? Kannst du schon so leichte Entwarnung geben oder ist es einfach noch zu früh, was zu sagen? Ja, ich habe ein bisschen Adduktoren gespürt im Training, bin aber früh rausgegangen. Also ich glaube, es ist nicht so schlimm, aber müssen heute abwarten, wie es dann morgen ist. Lass uns mal einen Blick aufs Spiel werfen. Osnabrück, ein kleines Stadion, hitzige Atmosphäre. Was glaubst du, was erwartet euch da? Worauf wird es für euch ankommen, gerade nach dem Spiel gegen Sandhausen? Sieg jetzt eigentlich nachlegen, wäre ja ideal. Ja, es ist wie immer in zweiter Liga. Jedes Spiel ist richtig schwierig, ist richtig hart. Also es wird nicht leichter da in Osnabrück. Und ich kenne ja auch nicht so viel von Osnabrück. Ich habe nur gehört, das Stadion ist so englisch so. Also es wird auf jeden Fall gute Stimmung da sein. Für euch das Ziel wahrscheinlich genauso oder ähnlich spielen wie gegen Sandhausen, aus einer stabilen Defensive und dann möglichst über Standards oder einfach schnelles Umschaltspiel das Tor gefährden, oder? Ja, genau. Also wir wollen genauso wie gegen Sandhausen, also viel, viel arbeiten, kämpfen und über das Defensive dann auch Umschaltmomente kriegen und hoffentlich ein paar Tore da schießen. Ja. Ist das auch so ein bisschen das, was ihr euch vorgenommen habt, einfach Tabelle mal ausgeblendet für Spiel für Spiel anzugehen, um einfach die Punkte zu sammeln und dann irgendwann den Abstand da zu haben, dass man nicht mehr die Gefahr hat, nach hinten runterrutschen zu können? Ja, ganz klar. Also wir gucken nicht viel auf Tabelle, einfach Spiel für Spiel 3 Punkte holen und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Dann drücken wir euch die Daumen und hoffen, dass es mit 3 Punkten möglichst zurückkommt aus Osnabrück. Danke dir. Perfekt, danke. Für Osnabrück läuft es dieses Jahr richtig gut. 27 Punkte aus 20 Spielen sind gleichbedeutend mit der besten Zweitligasaison der Niedersachsen. Bereits 7-mal konnte die Elf von Daniel Thune auch schon 0 spielen und hat damit den zweitbesten Wert der Liga. Jedoch wartet man auch schon seit mittlerweile 3 Spielen auf einen Sieg, gegen den FCN sogar schon seit 6 Pflichtspielen. Wir hören mal rein, was der Trainer zu sagen hat. Für mich gehört Nürnberg auch als Erstliga-Absteiger immer noch zu diesen Teams, die über dieser Liga so ein bisschen schweben, vielleicht aktuell nicht performen aufgrund des Tabellenplatzes. Aber das haben wir ja für uns auch so ein bisschen definiert. Das passt ja ganz gut. Diese Woche war Pokal. Wir nehmen die 3. Runde auf. Das 3. Spiel jetzt gegen einen großen oder vielmehr zu Hause. Und entsprechend genauso wollen wir es angehen. Wir haben Respekt,
Wir sind ein wenig demütig, aber wir haben keine Angst vor diesem großen Namen. Wenn wir an unser Maximum kommen, dann werden wir den Nürnbergern auch Probleme bereiten. Vielleicht haben sie aktuell nicht diese Stabilität, aber die wächst ja auch von Woche zu Woche. Das haben sie gegen Sandhausen gesehen. Und entsprechend große Aufgabe und in der Wahrnehmung für uns überhaupt nicht verändert. Unabhängig jetzt, ob sie hinter uns stehen oder vor uns. Verzichten muss der Club am Wochenende auf den gelb-rot gesperrten Michi Frey und die langzeitverletzten Misicjan Klant und Dornebusch. Medeiros und Valentini sind dagegen wieder teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen, kommen aber am Wochenende noch nicht zu ihrem Einsatz. Rund 2000 Clubfans werden vor Ort erwartet. Allen Auswärtsfahrern natürlich wie immer eine gute Anreise und bringt sehr, sehr gerne die 3 Punkte zurück mit ins Frankenland. An alle, die nicht im Stadion sind, schaut wie immer sehr gerne in der Spieltags-App vorbei, hört ins Fanradio rein und supportet eben die Mannschaft dann von zu Hause. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir hoffen auf einen erfolgreichen Spieltag und auf die nächsten 3 Punkte auswärts in Osnabrück.